Gestern stand ein Interview mit Ihnen in den Lübecker Nachrichten. Da haben Sie wirklich die Zukunft der Oper sehr schwarz gemalt. Sie haben gesagt, es geht bergab mit der Oper, das wird alles nichts. Warum sind Sie so pessimistisch? Aus vielen Gründen. Sie stellen mir natürlich eine Frage, wo ich sehr komplex jetzt darauf antworten muss. Versuchen Sie es für einen Laien. Ja, für einen Laien. Also der erste Grund ist, dass unsere Jugend, die jetzt heranwächst, eigentlich ziemlich ohne die Musik aufwächst, die wir betreiben, und ziemlich ohne Singen aufwächst. Und das ist ganz wichtig, weil es geht niemand in die Oper, der nicht am Singen Interesse, also am Singen ohne Mikrofon Interesse hat. Und das zweite ist die Oper in sich selbst, will ich jetzt ganz schnell sagen. Wir haben ein Handwerk, das wir erlernen müssen, und die Mitarbeiter, die jetzt immer dazukommen, verstehen eigentlich vom Handwerk immer weniger. Explizit will ich das sagen, wir lernen mit der Stimme uns so auszudrücken, im Unterschied zu Schauspielern zum Beispiel, dass wir trotz 120 Orchestermitgliedern, die alle sehr, sehr laut sind am Abend, trotzdem ohne Mikrofon darüber kommen und noch einen Raum füllen können, wo vielleicht 4.000 bis 6.000 Leute sitzen. Und diese Arbeit ist unerhört anstrengend, auch wenn man sie gelernt hat. Das heißt, wir können nicht Einbußen an unserer Stimmgebung als Opernsänger zulassen, wenn Regisseure uns heute noch zusätzliche Dinge abverlangen, die uns von dieser Arbeit wegbringen, die eigentlich uns schwächen für die Tongebung. Was sind das für Dinge? Naja, irgendwelche Aktivitäten, die der Schauspieler machen kann. Ich war auch Schauspieler, ich habe im Schauspiel im Ballhof in Hannover gespielt. Da lässt sich manches tun. Für Opernsänger lässt sich manches nicht tun, was seinen Atem oder die Ruhe seines Atems, das Zwerchfell und so weiter, stört und ihn unruhig macht bei der Luft. Ja. Mhm. Deswegen geht das nicht. Und wenn ich zum Beispiel jetzt am 31., also nächste Woche in München, wieder den Hans Sachs singe, ich habe das gerade Herrn Roth auch erzählt, verliere ich an einem Abend ungefähr 3 bis 4 Kilogramm. Wahnsinn. Ja. So schwer ist es. Ich muss 7 Stunden absolut konzentriert sein. Natürlich spiele ich auch, aber ich kann keine Kopfstände machen, keine Liegestütze machen. Mhm. Die mache ich privat, ja. Privat bin ich stark genug, um das zu tun. Nur auf der Bühne gibt es ein Handwerk. Und dieses Handwerk haben wir erlernt. Ich habe auch immer wiederum gesagt, nicht diesmal in den Medien, aber sonst, wir brauchen auch Bühnenbilder, die uns einen Raum geben, in dem wir unsere Stimmen entfalten können. Wenn wir Bühnenbilder haben, die fürs Schauspiel gut sein können, sind sie für uns noch lange nicht gut. Mhm. Ja, und woran liegt das, dass diese Entwicklung... Weil sich bestimmte Leute darüber hinwegsetzen und sagen, für die blöden Sänger, das machen wir einfach. Ja. Das heißt, die Regisseure, die nachkommen, die haben auch, wissen gar nicht mehr so genau, das zu schätzen, was sie können. Ich würde eigentlich verlangen, dass die Leute, die mit uns arbeiten, mit uns auf einer gemeinsamen Ebene arbeiten, dann können wir denen auch erklären, pass mal auf, hier kann ich mich nicht gerade wälzen auf dem Boden, weil es nicht geht. Ja. Mhm. Und zwar hier nicht geht, wegen meinem Bauch, nicht wegen dem Bauch, den ich habe, sondern wegen dem Diaphragma nicht geht. Nach der Vorstellung kann ich das gerne machen, aber nicht auf der Bühne, in dem Augenblick, wo ich irrsinnig gespannt bin, wo hier die ganze Muskulatur von mir in höchster Anspannung ist und ich tatsächlich brüllen muss wie ein Geisteskranker, um hier die letzten Noten noch in den vierten Rang zu schicken. Nicht? Das ist ja nicht möglich, und das ist ein Beruf, den wir haben, den haben wir in Jahrzehnten erlernt, und der kann nicht von jemandem abgetan werden, der mit 25 von der Uni kommt und sagt, er hat Musikwissenschaft studiert. Das ist das Problem.